Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty, dem Koop-Update bzw. der Koop-Map The Oxbow. Da befinden wir uns nämlich gerade allerdings im Singleplayer. Noch immer. Wer hätte es gedacht? Beim letzten Mal haben wir jede Menge Quests angenommen. Zum Beispiel nicht das schärfste Messer, das haben wir schon dabei. Das haben wir bei Wojcik. Sollen wir es abgeben? Und dann haben wir aber noch jede Menge anderen Kram. Zum Beispiel brauchen wir 5-mal Verdorbenes. Gucken wir uns das erstmal an und dann... People often ask me how it is to live here. Good? Bad? I believe it's not a matter of good or bad. If I were to say what I value the most in life, I would say people. Cool. Der Marin, ey, der ist immer so gut gelaunt. Wahnsinn. Ich würde sagen, wir sammeln uns einfach sämtlichen Kram zusammen, den wir für die Quests brauchen, solange wir es denn alles transportieren können und schließen dann die ganzen Quests ab. Wir haben eigentlich nur angenommen, was wir auch ganz gut erledigen können. Hier, Verdorbenes zum Beispiel. 6x5 brauchte ich, ne? Warte mal, dann schmeißen wir mal 1 wieder rüber. So, 5 und Verdorbenes. Check. Hier... Steinmesser mal 10. Könnte ziemlich schwer werden, ne? Steinmesser. Das wären dann 50 Stöcke und 20 Steine. Haben wir Steine hier? 6. Mein Stöcke und Steine kann man natürlich auch... einfach direkt neben anderen sammeln. Dort, wo man die Quest abgeben muss. Aber, ups, wollte eigentlich mehr machen. Als nur eins. Und mal hier, da, zack, zack, zack. Nochmal 2 dazu. Sind wir noch nicht ganz durch. Müssen wir mal gucken, wo wir überhaupt hin sollen. So, also ein paar Steinchen benötigen wir noch. Gucken wir mal, ob wir die hier irgendwo finden. Schön wäre das. Wir können aber eigentlich auch erstmal gucken. Wir können ja auf dem Weg zu den anderen Quests können wir dann einfach Steinchen sammeln. Wir können, ach, eine Fertigkeit haben wir auch noch zu vergeben. Hier. Überleben. Fels in der Brandung, 10% weniger Schaden. Athlet, da möchte ich ganz gerne hin. Das wäre da oben. Heißt, wir müssen einmal hier... Den Überlebenssinn nehmen wir uns einfach mal mit. Und schon sehen wir nämlich hier auch den ganzen Breitwegerich. Plötzlich ist das Überleben übermäßig einfach geworden. Ich war ja immer kein Fan davon, ne? Nutze ich natürlich jetzt trotzdem, ist ja klar. Ich fand das irgendwie, das war immer so einfach dann alles. Es war immer so simpel. Aber ist okay für mich, ist okay für mich. Wir nehmen das einfach mit. So, wir haben außerdem, haben wir, sollen wir, Messer, hier sind wir dabei, Stöcke brauchen wir, Holzstamm, einfache Fackel, das könnten wir direkt nebenan machen, letzten Endes, dort, wo wir es abgeben müssen. Der Wahn ist ja auch, genau, das ist kein Problem, geh hacken, Holzhacke, können wir auch alles nebenan machen, das können wir alles vor Ort machen, alles. Und hier sollen wir nach Skauki. Skauki ist natürlich jetzt da unten, ne? Ich würde sagen, wir... Ich dachte kurz, sie rennt da nackt rum. Ich werde mal kurz nach Piastovia... Piastovia, so richtig. Flitzen. Oh, guck mal, hier wandelt... Oh, hier mal ganz unauffällig zuhören. Oh, ich muss hier gerade diesen Stein aufheben. It's easy to talk with me. I just don't like conversations about the weather. Crops, animals, children, politics, work. Ja. Ja, verstehe. Ist bei mir ganz genauso. Man kann sich mit mir über alles unterhalten. Nur nicht über A, B, C. Oh, diese Ausdauer, ey. Da freue ich mich drauf, wenn wir mehr Ausdauer haben. So, wir bauen uns mal hier eben noch ein Messer. Da müssten wir ja eigentlich dann weniger wiegen, oder? Ja. Das ist gut.
Können wir ein, zwei Steinchen einsammeln? Bauen uns dann ein, zwei von den Messern. Und dann dürfen wir auch wieder schneller unterwegs sein. Wir sind nämlich momentan natürlich ein bisschen überladen. So, wunderbar. Weil so viel bringt es irgendwie auch nicht, ne? Naja. Dann laufen wir immer schön im Seitwärtsschritt, da geht es ein bisschen schneller. Ja, wieso machen wir das Ganze? Einmal wegen ein paar Münzen, weil wir müssen ja mit Sicherheit im nächsten Jahr wieder Steuern zahlen. Und vor dem nächsten Winter würde ich ganz gerne auch noch mal ein bisschen schön, noch ein bisschen besseres Equipment, bessere Kleidung haben. Das wäre schön, wenn wir da hinkommen. Und dann gibt es natürlich noch die Reputation. Was Reputation angeht, da haben wir natürlich auch eine ganze Menge von. Und zwar hier in der Verwaltung. Da können wir dann, das ist quasi so ein bisschen geblockt, ne? Je nachdem, wie viel Reputation man hat, kann man dann eben auch die Anzahl der Bewohner, der Bürger, kann man dann eben verändern. Erhöhen. Soweit ich mich jetzt nicht täusche, zumindest war es früher mal so. Vielleicht ist es ja mittlerweile auch nicht mehr so. Wie gesagt, ich bin ja auch schon länger aus Medieval Dynasty, bin ich ja schon länger raus. Insofern mag das nicht alles stimmen, was ich erzähle. Aber im Groben sollte das schon einigermaßen passen. So, wir sind fast schon wieder da. Wie viele Messer haben wir? Uns fehlen jetzt noch 2. Okay, warte mal, dann machen wir die mal schnell noch. Können wir die nämlich direkt auch abgeben. Jetzt finde ich natürlich kein... Komme ich hier durch? Ach, da vorne haben wir eine Brücke. Wieso renne ich denn jetzt durchs Wasser? Die Luftlinie ist hier nicht immer die schnellste. Hier ist noch ein Stein. Höre ich da ein Wildschwein? Ich glaube, hier an der Ecke, hier hängen immer die Wildschweine rum, ne? Soweit ich mich recht entsinne. Mist, uns fehlt noch... Oh, nee. Ein Stein fehlt noch. Hier. Da ist er. Jetzt haben wir die 10. Dann können wir die einmal abgeben. Dann können wir auch direkt... Ach, schade, ich kann nicht ins Menü gehen, während ich hier... Was auch immer ich da mache. Hier. Quest verfolgen. 125 Meter. Flitzen wir da mal schnell hin. Und den Rest müssten wir eigentlich auch ziemlich gut erledigen können. Ich bin schmutzig. Übrigens, zwischen der letzten Folge und dieser Folge haben wir das Häuschen fertig gebaut, das Steinhaus. Muss ich euch auch gleich noch zeigen. Guten Tag, ich würde ganz gerne... Warte doch mal, bleib doch mal stehen jetzt, der Mann. Ich bin wegen des Dunks hier. Bitte schön. Oh ja, das hat mir der Gestank schon verraten. Verdammte Scherzbolde. Irgendjemand bringt diesen Auftrag immer wieder in meinem Namen an die Anschlagtafel an. Hätte ich die Leute um Dünger gebeten, dann hätte ich wohl nicht verlangt, dass sie ihn direkt zu mir bringen, oder? Ich bezahle dich trotzdem, aber bitte bring ihn zum Komposthaufen. Das klang ein bisschen verdächtig. Tut mir leid, ich hätte es besser wissen müssen. Schönes Ding, ey. Warte, ich habe noch was. Viele Hände, schnelles Ende. Sieh dir an, ob diese Messer deine Erwartungen erfüllen. Lass mich einen Blick darauf werfen. Nun, das ist Handwerkskunst, die ich gutheißen kann. Hier ist deine verdiente Bezahlung und falls dir dieser Betrüger begegnet, lass es mich bitte wissen. Sicher, ich werde die Augen offen halten. So, jetzt brauchen wir nochmal 2 Holzhammer. Die können wir uns hier draußen schnell herstellen. Brauchen wir nur eben ein, zwei Bäume für. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier die Bäume fällen können. Ist eigentlich auch gemein, jetzt hier vor dem Sommer die Bäume fällen, wo die Leute hier sitzen und den Schatten dringen. Ah ne, es ist tatsächlich blockiert, finde ich gut. Bin ganz ehrlich, finde ich gut. Auch wenn ich es jetzt gemacht hätte. Finde ich gut.
So. Ahorn. Das ist dann schon genug, soweit ich mich recht entsinne, ne? Wenn wir den jetzt auseinandernehmen, kriegen wir vier Stämme. Wir brauchen für einen Hammer brauchen wir zwei. Also wenn ich mich nicht ganz verrechne, benötigen wir vier Stämme, wenn ich zwei Hammer herstellen will, ne? Wir haben 13 Holzstämme dabei? Ja gut, okay. Naja, dann sammeln wir uns hier noch ein paar Äste zusammen. Deswegen bin ich auch so voll die ganze Zeit. Naja, aber die brauchen wir ja auch. Wir haben ja noch eine andere Quest hier. So, warte mal. Hier, da. Zack. Wunderbar. Die zwei Holzhammer haben wir jetzt auch. Wie gesagt, dieses Seitwärtslaufen ist irgendwie ein bisschen doof, aber es ist halt nachgewiesen, dass man dann schneller läuft. Wenn man überladen ist. Also mache ich das einfach mal. Wir sind noch im Frühling, ne? Ja. Ist halt auch schon echt schön wieder. So, du bist gerade bei dir zu... Nee. Ach, Drogomir will den... Ach so. Kann ich dir bei etwas helfen? Hier hast du einen neuen Hammer. Versuche ihn dieses Mal nicht zu ver... Ich schwöre, wenn du sagst, versuche ihn dieses Mal nicht zu verlieren, dann raste ich aus. Glauben die Leute ernsthaft, ich verliere diese verdammten Hämmer jeden zweiten Tag mit Absicht? Ich bin hier das Opfer. Pass auf, ich mache hier Geschäfte. Ich mache hier nur Geschäfte. Urteilsfrei. Ich wollte nicht verlieren sagen, sondern verlegen. Fertigkeiten. Hier, guck mal. Diplomatiekenntnisse, Kastellan. 5 geringer Holzbedarf deiner Bewohner. Effekt addiert sich auch von anderen Spielern. Das ist tatsächlich auch so. Im Koop ist es so, wenn ich jetzt hier 3x5% skille, dann mein Mitspieler auch im Koop. Mein Einer, dann sind wir schon bei 30% und bei... Moment mal. Dann kommt man zu viert ja auf 60%, ne? Huiuiui. 60% geringerer? Wow. Wird mir erst jetzt klar, was es für ein Riesenvorteil ist, wenn man zu, in einer großen Gruppe spielt. Wir werden mal Diplomat, werden wir mal nehmen. Für mehr... Reputation für meine Dynastie. So machen wir das. So, dann haben wir jetzt noch einmal Gehacken. Dafür brauchen wir Holzhacken 7. Holzhacken 7 brauchen wir dafür. Ja, wunderbar. Brauchen wir nur ein paar Stöcke noch, ne? Super. Diplomatie, neues Level. Warte mal. Ach, das war noch das von gerade. Das hat ein bisschen nachgezogen. Fackeln müssen wir uns ja, glaube ich, auch jede Menge herstellen, ne? Warte mal. Ja, dann bauen wir uns hier gleich auch noch ein paar Fackeln. Und dann ist gut. Ja, beschäftigen uns diese Folge mal ein bisschen mit den Quests, die man auch immer und immer wieder machen kann. Also nicht immer wieder die gleichen. Durchaus auch, aber es sind eben auch immer wieder andere, die man da bekommt. Insofern, man macht schon unterschiedliche Dinge, aber es ist halt letzten Endes für die ganze Reputation, es ist immer relativ simpel, ne? Also simpel im Sinne von, die Aufgabe ist nicht kompliziert, aber sie ist eben durchaus mühselig. Dauert eben ein bisschen. Sag mal, ach so, 10? Ich weiß auch mal nicht, wie man sich so eine aus 10 Stöcken so eine Axt herstellen kann. Muss doch irgendwie mit vielleicht werden die Stöcke einfach geflochten oder so. Man weiß es nicht.
Oder die sind, man muss alle ausprobieren. Das kann natürlich auch sein. Deswegen sammelt man so viel. Ich werde langsam echt voll, ne? Wird langsam echt ein bisschen knapp. Verdammte Axt. So, einmal der. Die brauchen wir eigentlich gar nicht. Jetzt bin ich auch richtig voll. Hiervon können wir uns ein paar mehr machen. Ich glaube, es reicht noch nicht, oder? 4, 6 müssten wir jetzt haben, oder? Wir brauchen 7. Steht auch da oben. Ja, wir brauchen tatsächlich 7. Okay, dann nehmen wir uns hier noch ein paar Zweige mit. Wir können uns gerade noch so bewegen. So, 7 von 7. Wunderbar. Ich würde sagen, die Fackeln, die baue ich mir jetzt erstmal nicht zusammen, weil wir müssen erstmal ein bisschen gewichtlos werden hier. Apropos, können wir direkt mal was trinken? Und dann hauen wir uns hier einmal ein bisschen was vom Fleisch rein, sind wir auch schon wieder ein bisschen leichter. Ach, schön, wenn sowas immer wieder funktioniert, ne? In Computerspielen. Dass man sich da einfach so leicht isst. Einfach ein bisschen was essen und schon hast du weniger Gewicht dabei. Das wünsche ich mir manchmal bei meinen Wanderungen, wenn wir so Äpfel und was weiß ich, was Brötchen dabei haben und so. Dass, wenn ich sie esse, sie dann nicht mehr tragen muss. Funktioniert leider nicht. Also ein paar Stunden später dann eventuell. Sei willkommen, Steuerzahler. Schlag die Hacken zusammen. Ich bringe neues Werkzeug. Oh ja, richtig. Darum geht es. Großartig. Wenn die Bauern jetzt noch aufhören würden, zu versuchen, Felsen zu pflügen. Ich fühle mit dir. Dieses Verhalten ist wirklich kacke. Hacke. Uiuiui, was für ein Wortwitz. Was für ein Wortwitz. So, wir brauchen noch 11 Stöcke. Wir brauchen noch keinen Holzstamm und 6 einfache Fackeln. Okay. Das sollten wir eigentlich ganz gut hinbekommen, ne? Das sollten wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Warte mal. Also, für Fackeln brauchen wir jede Menge hiervon. Jetzt sind wir auch im Sommer, jetzt sind wir auch im Frühling dabei, hier die ganze Zeit Ried einzusammeln. Das ist echt zu fassen. Ried, ey, ich kann Ried langsam nicht mehr sehen, oder ich habe langsam Riedallergie. So, wir brauchen 6 noch. Heißt, wie viel können wir hier? 5. Oh. Reicht ja schon. Sehr gut. Dann sammeln wir uns jetzt noch ein paar Stöcke zusammen. Und dann hätten wir das auch. Mensch, da geht die Reputation richtig nach oben, ey. Lassen sich die Enten eigentlich auch jagen? Ja, ne? Müsste eigentlich. So einfach eh gedrückt halten hier. Geht er ja ratzfatz. Ja, das ist im Grunde genommen genau das, was die Outdoor-Leute auf YouTube hier zum Beispiel den ganzen Tag machen, ne? Stöcke sammeln. Wir machen genau das Gleiche. Wir sind auch Outdoor. Survival-Profis. So mehr oder weniger. Warte, wir brauchen gar nichts mehr, ne? Doch, eine Fackel. Die Fackel fehlte noch, richtig. So. Die haben wir jetzt auch. Dann wieder rein da. Ist halt sehr häufig der Fall, dass man die Sachen quasi direkt nebenan machen kann. Dass man da gar nicht großartig irgendwie los muss. Weit laufen muss.
Sehr einfach. So. Der Wahn, wo bist du? Da hinten. Oh, Entschuldigung. Mann, hier ist ja voll. Sind die gerade einfach übers Kind gelaufen? Beschäftigt dies etwas, dich etwas? Also die finsteren Zeiten der Hexerei und des Bösen, hm? Scheinbar, ja. Die Aushänge dieses Verrückten werden mich eines Tages auch noch verrückt machen. Aber man kann nie genug Holz und Fackeln haben, also habe ich ihn hängen lassen. Verstehe. So, das Gute ist, jetzt hat quasi die Stadt hat mir jetzt das Geld gegeben für die Steuern des nächsten Jahres. Nehme ich stark an. Technologie wieder was freigeschaltet. Die können wir natürlich jede Menge schon freischalten. Kostet aber wieder. Ich würde immer ganz gerne erstmal ein bisschen Geld ansparen für die Steuern, die wir zahlen müssen. Und würde dann erst Technologie freischalten, wenn wir die Steuern bezahlt haben und wenn wir einen ordentlichen Puffer haben und gute Klamotten haben und. Denke ich. Ich denke, es ist eine ganz gute Herangehensweise. So, wir haben noch eine weitere Quest. Und zwar haben wir nun hier ja noch nicht das schärfste Messer. Da sollen wir ja den Atemrauber sollen wir einmal abliefern. Und zwar in Skauki. Skauki ist gar nicht mal so weit weg. Da würde ich sagen, flitzen wir einmal hin. Nehmen wir den... komm hier rüber. Yes. Okay, ich nehme die Brücke. Ich nehme die Brücke. Aber wir können eigentlich auch mal kurz hier rein, dann sind wir nämlich auch sauber. Nehme ich die Brücke also doch nicht. Wojciech. Wojciech? Ich bin mir noch immer nicht sicher bei dem Namen. Wojciech, würde ich sagen. Ich kannte mal einen Wojciech, aber der wurde nicht so geschrieben. Wojciech. Ich sag Wojciech jetzt. Ich hab's versucht, wenn's nicht stimmt. Ich hab's versucht. Oh, ich freue mich auch schon, wenn wir ein Reittier haben und alles, ne? Hatte ich auch noch nie in diesem Spiel. Freue ich mich drauf. Wird aber wohl noch eine ganze Weile dauern. Waren wir hier schon? Kennen wir diese Ruine schon? Die können wir natürlich nicht einfach links liegen lassen. Doch, kommt irgendwie bekannt vor. Wobei die sich ja auch immer ein bisschen ähneln, ne? Nicht immer, aber einige ähneln sich. So, einmal ducken. Nee, aber... Das kommt mir... Ja, hier waren wir noch nicht. Eine Bierflasche? Eine Münze, beziehungsweise ein paar. Noch eine Bierflasche. Kurz mal hier den scannenden Blick anschmeißen, aber es sieht so aus, als hätten wir hier tatsächlich soweit schon alles eingeräumt. Das war jetzt nicht so berauschend. Na gut. Hab ich was übersehen? Sieht nicht so aus. Weiter geht's. Falkenjagdgebiet gibt's hier auch. Okay, gut, gut, gut. Also ich habe die Info, dass die Map genauso groß sein soll wie die erste Map. Ich weiß aber nicht, ob es an mir liegt, aber mir kommt es so vor, als wäre ich bedeutend schneller zwischen den Ortschaften so zu Fuß unterwegs. Ah, ist wahrscheinlich nur so ein Gefühl. Vielleicht haben wir auch besser gebaut einfach, kann auch sein. An einem strategisch besseren Ort, als ich es damals in Medieval Dynasty immer gemacht habe. In Mad Eagle.
So, dann gucken wir mal, ob der uns dann das Messer sofort zurückgibt. Oder müssen wir später dann nochmal los und dann wieder abholen? Oha. Höhle? Ich weiß gar nicht, waren wir schon mal? Ich glaube nicht. Hallo? Ach, guck mal, das ist die andere Seite von der Höhle. Ja, Moment mal. Wie kommen wir da unten ins... hier ist die andere Seite. Oh. Bin ich jetzt mit der Fackel oben an die Decke gestoßen, oder was? Stimmt, siehst du? Haben wir die Frage auch geklärt. Da geht es nämlich bis hinten durch. Aus dieser Richtung hier kommt man da hinten leider nicht hoch. Sind wir wieder in Skauki? Ach, auch schön so, ne? So im Nebel. Skauki ist, glaube ich, mein Lieblingsort auf der Map. Wojciech, da bist du ja. Was kann ich für dich tun? Chebo hat mich gebeten, sein Messer bei dir zum Schärfen abzuliefern. Hat er das? Und hast du das Geld für seine offenen Zahlungen auch dabei? Offene Zahlung? Dieses verfluchte Wiesel hat schon die letzten drei Male nicht bezahlt, als ich etwas für ihn gemacht habe. Und mittlerweile schuldet er mir eine ganze Menge Geld. Ich erledigte nichts mehr für diesen Betrüger, solange er mich nicht bezahlt. Ich verstehe deine Wut, aber dieses Messer muss trotzdem geschärft werden. Euer Streit ist mir egal. Schleife einfach die Klinge. Wie viel schuldet er dir? Wie viel schuldet er dir? Genau 100 Münzen, dieser dreiste Mistkerl. Ich begleiche die Schulden, was? Verdammt, ich habe nicht genug dabei. Ich komme wieder. Was? Das sind meine Optionen? Das sind meine Optionen? Entweder ich bezahle... Wie er so verschmitzt grinst. Habt ihr es gesehen? Seht ihr den Blick? Boah. Ja, komm, hier, nimm die Münzen. Endlich, lass mich an die Arbeit gehen. Hier so scharf, als wäre es neu. Schneide dich nur nicht damit. Wir sehen uns. Also, pass mal auf. Mein Freund. Also, die 100 Münzen, die möchte ich aber auf jeden Fall zurückhaben. Also, soweit kommt es hier ja wohl noch. Wie viel Geld haben wir? 289 haben wir nur. Das gibt's ja nicht. Das gibt's doch nicht. Tolle Wurst. Na gut. Dann muss es eben wohl sein. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir von dem Guten, von Chebor, die 100 Münzen zurückbekommen. Weil, also, hör mal. Da fühle ich mich ja jetzt leicht über den Tisch gezogen. Ob der Chebor ein Ehrenmann ist und uns das Geld erstattet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Leute, ich bedanke mich für eure Zeit, eure Likes, eure Kommentare. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Bis zum nächsten Mal hier in Mad Eagle Dynasty. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.